Hallo und willkommen zurück zur dritten Folge von Dishonored. Und ja, wir probieren jetzt nochmal die Shoot Wave aus. Here we go again. Finde ich schön, dass die Shoot Wave so gut funktioniert. Okay, so passt auf. Ich habe jetzt nochmal Gedanken gemacht, wie wir das jetzt am besten machen. Und zwar werden wir uns nochmal zum Schwarzmarkt gehen. Und auch ein paar Sachen holen. Ein paar Verteidigungsschüsse nehme ich natürlich auch gerne noch mit, weil, letztes Mal sind wir einfach gestorben. Das war ja nicht so schön. Ich nehme noch ein bisschen Geld. Schön. Was tue ich, Madame? So. Wunder, wir kennen uns noch nicht. Eine Granate. Wie bitte? Überdruckgranate. Hey. Das ist sehr schön. So, der Typ hier. Wir tun erstmal schnell speichern. Bist du? Was? Was? Soll ich helfen? Was ist denn jetzt los? Mit dir? Keine Sorge, dich habe ich nicht vor, umzubringen. Lass mich kurz nachschauen, die Erpresserin. Was soll ich mit der machen? Ich arbeite bei der... unter einer Kundin. Sie bedroht und erpresst mich und nagelt tote Blutflecken an meine Tür, wenn ich nicht bezahle. Ich weiß nicht, für wen sie arbeitet. Fühlt sie sicher direkt zu ihrem Auftraggeber. Töten Sie sie und ihre Geschäftspartner. Oh! Das Ding war direkt im Schritt, Alter. Autsch. Ja, ne? Ihr werft mit Steine? Mord! Ruf die Garde! Ja, die Garde ist direkt hier. Jo. Perfekt. Niemand hat was gesehen. Gut, nochmal schnell speichern. Waffe weg und ab geht's. Wollen ja hier keine. Als ob sie als einzige wüsste, wie man schwarze Alraune sammeln muss. Hi. Oh, Sie wissen, dass man von Meerrettichsud schlechten Atem kriegt, oder? Sie sieht die toten Körper, ne? Ja, okay, dann ist halt. Sind wir jetzt fertig? Es ist noch nicht fertig. Okay, dann gucken wir uns mal noch in der Bar um. Okay, wie komme ich in das Büro? Colibron Plaza, was? Ich sollte Ivan Jacoby aufsuchen. Er hält dort also eine Rede. Nein, nein. Oder doch der Witz mit den falschen Zähnen? Lieber nicht. Keine Scherze über die Toten. Du hast hier nichts verloren. Unsere Geheimnisse sind nicht für deinesgleichen. Outsider, ich komme ihn holen.
So. Das kann ich in seinem Büro, ne? Guck mal. Das muss das Messer sein. In einem Banktresor? War ja klar. Ich brauche wohl noch den zweiten Schlüssel. Ja, das sag ich doch. Ich hab sie gewarnt. Ich ruf ich jetzt habe Hilfe. Genug von diesem ganzen Trara. Ich zahle gutes Geld, um genau so etwas zu verhindern. So. Schön ins Haus betreten. There we go, Leute. Endlich. Ach. So viele Stunden. Haben wir's. Verdammt, ich muss pinkeln. Ist da jemand? Zeig dich. Nein, hier ist niemand. Mann, kann's endlich losgehen? Ich wollte mich später mit Molly noch im Pub treffen. Ist alles so... Scheiße alles in Ordnung? Oh. Sehen wir mal, wie du dich hier, bitte. Hier, sie da... Oh. Ich glaube, ich wohin gehe. Das war echt lecker, danke. So. Man, hier muss ja irgendwann. Dann ist, ah. Ich könnte es eigentlich nur bewusstlos machen, halt theoretisch, aber wäre ja nicht so spaßig. Hallo? Ungewöhnlicher Tresor. Aber ich habe schon viele geknackt. Sollte also zu schaffen sein. Hm. Oh. Ich will nicht noch. Die ist neu. Diese Lochkarten verkaufen sich echt gut. Ah ja. Na also, beide Schlüssel. Der dritte Anführer scheint Dolores Michaels zu sein, die Bankdirektorin. Ich muss das erst mit Dowd durchplanen, bevor ich dort einbrechen kann. Ihn zu hören kostet normalerweise ein Vermögen. Aber deswegen bin ich nicht hier. Damn, Alter. Okay, damit haben wir's. Kehre zu Dowd zurück. Ach du Scheiße. Tödlich und Angriff. Alarm ausgelöst? Null. Gegner getötet, insgesamt getötet 66 Leute. Du hast gefunden, 8 von 18. Gemälde 0.
Für uns Barkeepers, ja, das kann das bekommen. Belästigung und Arbeit und tote Pantomim. Der Steinleich im Keller. Die Frau mit der Tätowierung. Nice. Der Bankraub. Vor langer Zeit konnte ich durch Doubt die Macht des Nichts spüren. Wir alle hatten übernatürliche Fähigkeiten. Wir flogen wie die Winde über die Dächer der Stadt. Fielen über unsere Feinde her wie messerscharfe Schattenklingen. Ich ließ Dunwall bluten für mein Leid und das jener, die ich liebte. Ich weiß nicht warum, doch der Outsider hat mir all dies erneut gewährt. Und es tut gut. Wir töteten so viele gewissenlose reiche Säcke. Es schien uns gerecht. Ist der Outsider schuld an unseren Taten? Kommt das Böse aus dem Nichts? Oder unseren Herzen? Hexen und Scharlatane tragen Ketten aus Fingern und Zähnen. Städte versinken im Chaos. Nun verbreiten die Augenlosen schwarze Magie. Und ihre Anführer hüten noch dunklere Geheimnisse. Sie haben ein Relikt, das einen Jungen vor langer Zeit zum Gott erhob. Ein Messer, das die einzige Waffe sein könnte, die diesen Gott vernichtet. Der Outsider weiß, dass ich es stehlen will. Weiß er, was ich noch damit vorhabe? Das hast du mir als Glücksbringer gegeben, liebe Deirdre. Ob's mir je Glück gebracht hat? Vielleicht ja diesmal. Zeit für einen Bankraub. Bankraub. Aber nicht mehr in dieser Folge, sondern in der nächsten. Ich danke euch, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao. Euer Wildgamer.